Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck und additive Fertigung geht, egal ob Sie Anwender, Dienstleister oder Hersteller sind, weil es geht ja immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil diese Podcast-Folge hat den Titel 10 Ausreden, die Sie von 3D-Druck zurückhalten. Und ich habe die letzten paar Wochen ein bisschen reflektiert, was war bei uns in den Beratungsgesprächen, was war in den Gesprächen, mit denen man ja mit den Kunden gesprochen hat, was war da los und warum gibt es immer wieder Punkte, dass 3D-Druck nicht zum Einsatz kommt? Warum gibt es immer wieder Punkte, warum wollen sich die Konstrukteure, die Entwickler, die Geschäftsführer, die Anwender nicht mit 3D-Druck beschäftigen? Warum wollen sie es nicht umsetzen? Und in dieser Podcast-Folge gibt es 2 Hände voll innerer Bedenken, die Sie immer wieder davon abhalten, sich mit dem unangenehmen Thema 3D-Druck zu beschäftigen. Heißt so viel wie, wenn Sie jetzt Dienstleister sind, dann kann es eine sehr wertvolle Folge für Sie sein. In dem Fall, dass Sie ein bisschen herausfinden, warum Ihr Kunde manche Dinge vielleicht nicht macht, warum er nicht bei Ihnen bestellt. Oder auch wenn Sie Hersteller sind, dann kennen Sie viele dieser Bedenken vielleicht auch oder haben noch einen oder zwei, den Sie vielleicht noch nicht kannten. Und, das möchte ich noch kurz dazu sagen, diese Podcast-Folge, also diese 10 Ausreden, die Sie von 3D-Druck zurückhalten, gibt es auch aufgeschrieben. Daraus ist eine Kolumne entstanden, zusammen mit dem Fachportal für industriellen 3D-Druck, nennt sich Mission Additive, also mission-additive.de. Und Mission Additive ist ein Online-Portal, wo es sehr qualitativ und gut recherchierte Artikel gibt. Also ich schaue da auch immer wieder selber drauf. Und was findet man dort auf diesem Portal? Themen zum Thema Konstruktion, Entwicklung, Strategie, Nacharbeit, Technologie und natürlich auch einige aktuelle Themen. Und wen es jetzt interessiert und vielleicht die einzelnen Punkte nochmal sich abspeichern möchte oder den Link speichern will, dann den Link zur Kolumne, zu den einzelnen Punkten finden Sie bei uns in den Shownotes. Doch jetzt zu den einzelnen Punkten. 3D-Druck ist ja eine neue Fertigungstechnologie und diese neue Fertigungstechnologie verlangt natürlich ein Zusammenspiel aus Mensch, Maschine, Orten und Abläufen. Und dieser erfolgreiche Einsatz von 3D-Druck im Unternehmen und die Realisierung von 3D-gedruckten Bauteilen setzt natürlich auch was ganz anderes voraus, weil sonst würde man es ja auch machen schon. Ne? Und zwar setzt es eine ganz andere Denk- und Herangehensweise voraus, als mit traditionellen Fertigungsverfahren wie Fräsen, Drehen, Metallgießen oder auch Blechbiegen. Und jetzt stellt man sich natürlich jetzt ganz bezogen in dieser Podcast-Folge die Frage, ist also genau diese andere Denk- und Herangehensweise das Hindernis, warum man sich nicht mit dem Thema 3D-Druck beschäftigen möchte? Weil, wenn man mal drüber nachdenkt, meistens ist es ja gar nicht der 3D-Druck selber, der nicht zum Einsatz kommen soll, sondern irgendein anderes Problem, irgendein anderer emotionaler Grund, der Ihren Kunden oder Sie selbst davon abhält, weil er so große Sorgen hat, dass 3D-Druck nicht funktionieren sollte. Dabei funktioniert 3D-Druck ja. Also, wenn man jetzt mal einige Anwendungen anschaut, dann wurden die ja bereits umgesetzt. Und aus vielen dieser Anwendungen sind 3 sehr große Vorteile entstanden. Einmal, man hat sehr viel Geld eingespart oder auch Geld verdient. Man hat vielleicht viel, viel Zeit eingespart. Wenn also jetzt jemand sagt, ein Druckjob, also wenn der Drucker läuft und das fertige Bauteil danach zur Verfügung steht, dann sind 24 Stunden ziemlich lang. Ja, 24 Stunden sind nicht wirklich lang, wenn Sie in Wirklichkeit bei einem anderen Fertigungsverfahren 6 Wochen warten müssten. Oder wenn Sie generell sehr lange auf Bauteile warten, dann sind 24 Stunden gar nichts. Und der dritte Punkt ist Innovationskraft stärken. Die ersten beide Punkte, also Zeit und Geld, können Sie messen. Innovationskraft stärken können Sie nicht direkt messen. Das sieht man dann nach einer Zeit im Unternehmen. Also,
Was und warum machen so viele Unternehmen 3D-Druck noch nicht, wenn man es mal genau sagt? Und jetzt komme ich zu den einzelnen Punkten. Na? Also Punkt Nummer 1, einer der meisten Punkte ist es, ich habe keine Anwendung für 3D-Druck. Na? Man kennt es, wenn man sagt, ja, ich habe gar keine Anwendung dafür. Warum sollte ich denn 3D-Druck einsetzen? Und wenn man mal genauer hinschaut und sich vielleicht in Zeitschriften Bauteile anschaut oder auf einem Webportal oder aus dem Musterkoffer, wenn jemand bei Ihnen vor Ort da ist oder auch auf Messen, dann ist es auch völlig klar, dass Sie dafür noch gar keine Anwendung haben, weil davor sah das Bauteil ja noch ganz anders aus. Also man sieht immer das Ergebnis des Gedrucktes und dieses Ergebnis ist natürlich ein Prozess aus einer Ursache und einem Problem, das Sie vorher vielleicht noch gar nicht kannten. Ja, doch sehen die Bauteile ja meistens komplett anders aus, wenn man die Lösung vorher dann schon kennt. Und auch wenn man das nicht hören will, viele Unternehmen sind da kein Sonderfall, sondern die haben alle die gleichen Ursachen und die gleichen Probleme, nur haben sie das halt vielleicht in ihrem Unternehmen mit 3D-Druck noch nicht so gut umgesetzt. Ja, weil 3D-Druck ist eine brillante Lösung, wo man also von dem Ergebnis vielleicht rückwärts gehen sollte, um genauer hinzugucken, welche Anwendung steckt denn wirklich dahinter. Weil Anwendungen und Potenzial gibt es da draußen zu Genüge. Sie haben es wahrscheinlich nur noch nicht erkannt. Dann Punkt Nummer 2 höre ich auch ganz oft, meine Angst vor dem Technologiewechsel ist zu groß. Also so direkt hört man es nicht, ne, dass man sagt, ich habe Angst vor dem Technologiewechsel. Aber wenn man dann immer wieder nachfragt, dann heißt ja, ich bin mir nicht sicher, ich bin mir unsicher, was den Technologiewechsel angeht. Doch ist es wirklich so, dass man Angst davor hat? Vielleicht hat man eher Angst davor, in die falsche Technologie zu investieren, weil man keinen Überblick hat, weil man sich nicht genügend Gedanken gemacht hat, weil man wahrscheinlich den Grund gar nicht kennt, warum man Angst hat, ne? Weil dieser Grund sind meistens viele ungeklärte Fragen, weil etwas Unsichtbares gegen sie wirkt und das müssen sie erstmal sichtbar machen. Und da gibt es einen wirklich guten Spruch, der passt da jetzt echt gut dazu, der ist aus der Partnerwahl, also wenn es darum geht, sich seinen Partner rauszusuchen. 90% is picking the right. Also hier geht es darum, 90% ist den Richtigen oder die Richtige auszuwählen. Und genauso ist auch in der Technologie, dass man sich erstmal Fragen stellt, was brauche ich überhaupt? Und all die ungeklärten Fragen, die Sie jetzt noch schmerzen, warum Sie bestimmte Dinge nicht machen, die sollte man eigentlich aufschreiben und die sollte man klären. Und umso klarer die Fragen sind, umso einfacher ist es dann auch, sich für eine Technologie zu entscheiden. Also es war also Punkt 2. Jetzt kommen wir zu Punkt 3. Aktuell beobachte ich noch den Markt. Das ist eine unglaublich große Ausrede von ganz vielen. Ne? Wir beobachten noch den Markt, wir gucken gerade, was da gerade so läuft. Und ich glaube, Sie können sich auch an diesen Mobiltelefonhersteller erinnern, der damals ganz groß diese Smartphone-Revolution verschlafen hat. Und genau so kann es Ihnen mit 3D-Druck auch passieren. Denn viele Unternehmen sind bereits mit 3D-Druck erfolgreich und setzen 3D-Druck ganz toll um und man sieht es vielleicht nach außen noch gar nicht. Man hat jetzt vor allem in der aktuellen Zeit, dieser Corona-Zeit, gesehen, dass doch mehr Unternehmen einen 3D-Drucker haben als angedacht. Und jetzt stellt sich halt die Frage, sind die Unternehmen generell erfolgreich gewesen oder waren 3D-Drucker mit auch ein Bestandteil davon? Also es gibt keinen besseren Zeitpunkt, außer gestern schon mit dem Thema 3D-Druck begonnen zu haben. Dann Punkt Nummer 4, 3D-Druck, das brauche ich nicht, es geht auch so schon seit 30 Jahren. Und das mag richtig sein, dass es seit 30 Jahren schon funktioniert, aber es heißt aber auch nicht, dass 3D-Druck irgendwas zunichte machen würde oder verdrängen würde. Und genau weil Sie seit 30 Jahren etwas richtig machen, sollten Sie ja für die nächsten Jahre auch wieder alles richtig machen. Also es heißt so viel wie, den 3D-Druck genau clever einsetzen, um mit dieser Technologie vielleicht wieder ein Problem zu lösen,
damit Ihr Produkt oder auch Ihre Dienstleistung wieder vom Kunde gekauft wird und dadurch noch besseres Ergebnis entsteht. Und es ist sogar so, dass der Kunde dafür sogar noch extra und mehr zu bezahlen bereit ist, wenn er die Möglichkeit hat, dass noch mehr Mehrwert in Ihrem Produkt drin steckt. Denken Sie darüber mal nach, wenn Sie sagen, das machen wir schon seit 30 Jahren so. Und auch wenn man es nicht hören will, es kann auch sein, dass man 30 Jahre lang was falsch gemacht hat und jetzt vielleicht denkt, ja, hätte ich das nur früher gewusst, diese Technologie so brillant einzusetzen. Ausrede Nummer 5, die Ansprüche, die ich habe, erfüllt 3D-Druck einfach nicht. Und jetzt stellt sich natürlich immer die Frage, sind Ihre Ansprüche wirklich zu hoch und haben Sie Ihre Anwendung, die Sie haben, die Sie beleuchten wollen, tiefgründig angeguckt? Also sind Sie da mal reingegangen? Denn 3D-Druck zeichnet sich besonders dadurch aus, dass man was clever macht, wie im Punkt 1, was ich vorhin genannt habe, und man dabei eher was weglässt, was man nicht braucht, anstatt etwas großartig aufbläht. Wenn man da mal kurz in diese Thematik reingeht, Oberfläche ist nicht immer super wichtig. Wenn Sie natürlich sich selber fragen, ist Ihnen Oberfläche wichtig? Ja, die sollte schon wichtig sein. Ne? Aber wie wichtig? Wo ist das Bauteil zu sehen? Und es gibt noch viele, viele andere Ansprüche, die man meistens an ein Bauteil hat, die es aber gar nicht braucht. Da kann man nur mal sagen, Thema Festigkeit, Steifigkeit, bestimmte Farben, bestimmte Oberflächen, ein bestimmtes Gewicht. Darüber sollten Sie mal nachdenken, denn wenn man sich einige dieser Anwendungen immer wieder rückwirkend betrachtet, kommen ganz viele Dinge gar nicht mehr in Frage. Es funktioniert trotzdem, auch wenn diese Oberfläche nicht so super ausschaut, wie man sie sich am Anfang gewünscht hätte. So, Ausrede Nummer 6, der Klassiker, ich weiß schon, wie die 3D-Druck-Denkweise geht. Na? Und ganz ehrlich, würden Sie es wissen, dann wären Sie mit 3D-Druck bestimmt schon wesentlich erfolgreicher und Ihr Kunde wäre es auch. Denn da kann ich nur eins dazu sagen, der Albert Einstein hat damals gesagt, Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. Und wenn man an seinem Handeln nichts ändert, dann kann man auch kein anderes Ergebnis erwarten. Also, wenn Sie glauben, die 3D-Druck-Denkweise verstanden zu haben, dann holen Sie sich in der Sache mal neuen Input, durchaus über den Podcast oder auch durchs 3D-Druck-Profi-Wissen-Buch. Dann Ausrede Nummer 7. Wir fräsen alles aus Stahl, Kunststoff funktioniert bei uns nicht und das machen wir schon immer so. Ganz kurze Anekdote dazu. Um 1910 wurden Flugzeuge aus Holz gebaut und die sind geflogen. Um circa 1940 wurde der Werkstoff Aluminium verwendet zum Bau von Flugzeugen. Und die Flugzeuge sind immer noch geflogen. Und um 1970 hat man Aluminium und Verbundwerkstoffe eingesetzt und die fliegen immer noch. Ne? Also kann ein Materialwechsel aus Sicht eines Ingenieurs nicht auch ein Riesenvorteil sein? Muss es immer Stahl sein? Ja, mein Professor hat auch immer zu mir gesagt, wer Kunststoff kennt, nimmt Stahl. Aber muss es wirklich immer Stahl sein? Hier geht es auch darum, mal seine Anwendung genau zu überprüfen, ob man nicht einen anderen Werkstoff nehmen kann und daraus einige weitere Vorteile nehmen kann. Anstatt in dieser Gewohnheit zu sein, alles aus ST37 zu machen, wenn man mal die Message herausgibt an die alten schlauen Füchse in der Sache. Ne? Die können was mit dem Wort ST37 noch anfangen. Dann Ausrede Nummer 7. Das funktioniert bei uns nicht, weil wir im Unternehmen einfach anders sind. Ganz klar, denken Sie mal an ein Unternehmen in Ihrer gleichen Branche. Und vielleicht auch ein Unternehmen in der gleichen Branche, das vielleicht schon einen 3D-Drucker einsetzt. Und Sie glauben doch wohl jetzt nicht, dass dieses Unternehmen andere Ausgangspunkte und andere Probleme hatte, wie Sie in Ihrem Unternehmen haben und warum bei denen 3D-Druck funktioniert und bei denen nicht. 3D-Druck funktioniert, aber ob das mit Ihrem Unternehmen funktioniert, weil Sie die richtige Denk- und Herangehensweise haben, das ist ja die Frage, die Sie sich eher stellen sollten. Dann Ausrede Nummer 9. Unsere Kunden brauchen 3D-Druck eh nicht. Ganz klare Frage an Sie. Haben Sie Ihren Kunden schon mal gefragt, ob sich ein neues Fertigungsverfahren wünscht? Also, dass er vielleicht ein individuelleres Produkt bekommt, ein leichteres, abgestimmt auf seine Problematik. Ne?
Das sollte man aus seiner eigenen Welt mal ein bisschen ausbrechen und die Nummer seines Kunden wählen, mal anrufen und nachfragen, hey, seht ihr einen Vorteil darin, wenn wir 3D-Druck einsetzen? Oder Sie kennen ja die meisten Probleme, die auch Ihre Kunden haben, was individuellere Bauteile angeht, was Sonderlösungen angeht. Und hier kann man ganz klar sagen, oft ist Ihr Kunde auch bereit dazu, für mehr Mehrwert auch mehr dafür zu bezahlen. Es muss nicht immer gleich günstiger sein, weil Sie 3D-Druck einsetzen und es günstiger herstellen können oder schneller herstellen können. Dafür darf man auch ruhig mal mehr verlangen, weil der Kunde auch mehr bekommt. Dann Ausrede Nummer 10. Die Einarbeitung in das Thema 3D-Druck ist viel zu komplex und viel zu lange. Wenn man natürlich auf Google geht und 3D-Druck eingibt, dann findet man, ich weiß nicht, ich habe da mal nachgeguckt, 24 Millionen Ergebnisse. Ich glaube, das wird jeden Tag mehr. Und dass man sich in diesem Dschungel an Informationen auch nicht zurechtfindet, das ist klar, so geht es jedem. Doch man sollte eher davon rückwärts gehen und man soll sich eher Gedanken machen, was man denn wissen sollte oder wissen müsste, bezogen auf seine Anwendung und dann die richtige Technologie auszuwählen. Na? Über 3D-Druck alles zu wissen, das funktioniert nicht. Sondern Sie müssen ja nur das wissen, wo Sie meinen, dafür brauchen Sie auch ein Ergebnis. Und wenn man jetzt in die Richtung geht, Funktionshilfen, also Fertigungshilfen, Montagehilfen etc., da ist klar, dass Sie dort vielleicht nicht in die Richtung Stereolithografie gehen müssen oder Keramikbauteile. Na, da gibt es ja viele andere Technologien, die da weitaus besser sind. Und da geht es eher um ein Abwägen, anstatt alles wissen zu müssen. So, das waren jetzt 10 Ausreden. Wahrscheinlich kennen Sie auch eine. Wenn Sie eine noch finden, die ich vielleicht hier jetzt nicht benannt habe, also ich habe hier noch eine Liste mit deutlich mehr, aber die deckt sich wahrscheinlich mit den Punkten, die Sie vielleicht kennen. Ganz wichtiger Punkt jetzt am Ende des Podcasts. Stellen Sie sich eher die Frage, was hält Sie davon ab, mit 3D-Druck erfolgreich zu werden? Oder was macht Ihnen Sorgen und klären Sie genau diese Fragen und diese Sorgen und das, was Sie davon abhält, anstatt viel über Technik zu reden und jegliche Gründe dafür zu finden und Ausreden, warum Sie es nicht einsetzen wollen. Also nochmal ganz gezielt auf das Thema, wenn Sie irgendwelche Sorgen haben zum Thema 3D-Druck, wenn es also so weit geht, dass Sie sich denken, ach, ich möchte es nicht einsetzen, weil ich weiß nicht, wie der Wirkstoff reagiert und so weiter und so fort, dann stellen Sie 3D-Druck nicht gleich in Frage, sondern lassen Sie sich genau diese Fragen beantworten. Und jemand genau aus dieser Branche kann Ihnen dort ganz gezielt helfen. Egal, ob es jetzt ein Dienstleister ist oder ob es ein Hersteller ist oder vielleicht ein guter Kollege aus irgendeiner Abteilung bei Ihnen, der sich damit auskennt. Fragen Sie lieber Ihre Fragen, bevor Sie sich in das Thema Technik hineinknien. Das Thema Technik können Sie dann immer noch machen. Genau. Und falls Sie diese Worte, die ich jetzt genannt habe, im Podcast nochmal nachlesen wollen, dann können Sie auf mission-additive.de gehen und können sich ja diese Podcast-Folge nochmal schön aufgegliedert in 10 schöne Punkte nochmal nachlesen. Genau, dann bin ich auch schon am Ende dieser Podcast-Folge. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann wünsche ich mir natürlich immer, dass Sie uns ein bisschen Feedback geben. Sie finden dazu natürlich unsere Kontaktdaten in den Shownotes. Und wenn Sie eine Frage haben an uns, dann kommen Sie doch einfach zu uns ins kostenfreie Erstgespräch. Wir reden mit Ihnen dort und finden genau heraus, woran es im Endeffekt hakt und wie Sie 3D-Druck bei Ihnen im Unternehmen erfolgreich einsetzen können. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Podcast-Folge.